Ja, die Feuerwehr Weingarten ist um 18.40 Uhr zum offenen Dachstuhlbrand alarmiert worden. Bei Eintreffen des ersten Feuerwehrfahrzeugs war schon Lage auf Sicht, das heißt offener Dachstuhlbrand bestätigt. Gleich nach Alarmierung gesamte Feuerwehr Weingarten. Die erste Brandbekämpfung hat erstmal von außen stattgefunden, eine Riegelstellung, um ein zweiter Gebäudeteil vor dem Übergriff zu schützen. Gleichzeitig wurden noch Personen vom Feuerwehrkamerad, wo in der direkten Nachbarschaft wohnt, mit einer privaten Leiter vom zweiten OG über ein Vordach gerettet. Drei Stück an der Zahl. Die Brandbekämpfung wurde parallel eingeleitet. Dann auch direkt mehrere Trupps im Innenangriff. Der Überlauf vom hinteren Gebäudeteil ins Hauptgebäude konnte leider nicht mehr ganz aufgehalten werden, weil der Übergriff bereits schon am Gange war mit Eintreffen der Feuerwehr. Bei den ersten Einsatzmaßnahmen wurde ein Feuerwehrmann mit einem leichten Rauchgasintox ins Krankenhaus eingeliefert. Ist allerdings jetzt als nicht so schlimm bestätigt, kann heute wieder entlassen werden. Und ein zweiter Feuerwehrmann mit einer leichten Verletzung an der Lippe vom herabstürzenden Dachziegel noch behandelt worden vom Rettungsdienst, ist aber schon wieder im Einsatz. Im Moment ist es so, dass unser Problem ist, an das Restfeuer noch ranzukommen. Das befindet sich zwischen der Inner- und Außenhaut vom Dach, sehr stark verschalt mit Isolierung und Faserplatten. Da sind wir jetzt gerade mit zwei Drehleitern von außen und im Innenangriff mit mehreren Motorsägen dabei, das Feuer offen zu legen, um die Restfeuer jetzt noch ablöschen zu können. Die Dauer der